So, jetzt haben wir auch Musik. Hallo auf YouTube. Wir spielen natürlich auch am Simulator Sonntag einmal den Gym Simulator 24. Und da ich schon bei ein, zwei YouTubern reingeschaut habe, habe ich gesehen, dass es dort keine Musik gibt, beziehungsweise Musik, wo das System sagt, Achtung, du könntest da Probleme auf YouTube kriegen. Also habe ich einmal copyright-freie Musik für Content Creator und Streamer angemacht. Ich werde das Ganze auch verlinken. So, frühzeitige Zugangswarnung. Das Spiel befindet sich immer noch im Early Access. Es können einige Bugs auftreten, die sich in Form von wirtschaftlichen Problemen oder dem Spiel selbst, das sich fehlerhaft verhält, äußern können. Wir entschuldigen uns im Voraus für diese Probleme, freuen uns jedoch über Ihr Feedback. Verwenden Sie das Formular im Hauptmenü, um etwaige Probleme zu melden, damit wir das Spiel verbessern können. Okay. Demnächst, okay. Einstellungen, Deutsch, Shout Movement, wenn was, wenn Ihr Spiel beim Laden hängen bleibt oder nach dem Laden nicht reagiert, versuchen Sie diesen Knopf zu drücken und alle Daten zurückzusetzen. Nee, das wollen wir nicht. Das ist allgemein Grafik. Hoch, natürlich. Ja, Musik gibt es hier ja irgendwie nicht, also machen wir die mal aus. So. Abbrechen. Okay. Neues Spiel. Erstes Fitnessstudio kaufen, Name und Logo festlegen, Papiere auf den Gläsern beseitigen. Ach so. Müll im Fitnessstudio sammeln, Fußabdrücke auf dem Boden beseitigen. Zu verkaufen. E. Ja. Gibt es hier nur Großbuchstaben? In Anlehnung an McFit. Oder McFit-Flausch? So ein paar Verzierungen machen, damit das auch schön groß ist. Lauschi fit. Vielleicht ist nicht irgendwie mal. Okay. Logo. Mehr nicht? Gut, ich bin Stier, dann gibt es einen Stier. Natürlich auch groß, damit man uns gut sehen kann. Anwenden, okay. Okay, die Maus muss noch ein bisschen weiter runter. Ja, besser. Papiere. Geh. Ach so, das war gar nicht mehr meins. Es geht von innen und von außen. Das ist ja interessant. Ach so, gedrückt halten. Räumen wir erstmal ein bisschen auf. Wohin kommt denn der Müll? Kann ich. Okay, ich kann immer nur eins auf einmal tragen. Ich habe nämlich noch nicht trainiert. Also, ich könnte ihn noch draußen hinwerfen, oder? Nein, das machen wir nicht.
habe die Musik vorhin ganz spontan ausgesucht. Ich habe vorher nicht reingehört. Ich finde es bisher nicht schlecht. Ich habe, wie gesagt, bei ein, zwei YouTubern das schon ein wenig gesehen. Natürlich nicht ganz aufgepasst, wie man sieht, weil ich nicht weiß, wo der Müll hinkommt. Halten Sie Tab gedrückt für das Werkzeug. Ja, Moment. Aber ich habe mir halt etwas überlegt. Und möchte es nicht so machen wie alle anderen. Zumindest habe ich das, was ich vorher noch nicht gesehen. Mal sehen, was ihr davon haltet. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, ob das geht. Aber wie gesagt, so genau habe ich jetzt nicht aufgepasst. So. Kaufe erste Ausrüstung. Computer benutzen. Wie kann ich dieses Ding wieder wegpacken? So, okay. Was ist das hier? Das ist ja schöner, wenn das so ein bisschen, also nicht sich alles überdeckt. So, ihr habt nicht aufgepasst. Was soll ich? Warte mal. Ich kaufe mindestens zwei Ausrüstungen. Ah, da haben wir es schon. Ich hätte gerne nämlich nur eine Ausrüstung. Fitnessstudio. Zweiter Stock mal. Shop. Ah. Oder geht das auch? Oh, das geht. Kaufe vier Umkleidekabinen. Was habt ihr, ne? Ich kaufe Mülleimer aus Extra. Es ist schön, dass er mir sagt, wo das ist. Okay, bei Tab dem Hammer. Platziere zur Ausrüstung Fitnessstudio. Ganz ja lustig, das an der Wand, ne? Schön. Umkleidekabinen. Eins und oh. Nicht aufgepasst. Zwei. Hatte ich die jetzt gesetzt? Ich glaube hier, ne? So, zwei. Platziere Mülleimer. So, Mülleimer. Achso. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Niedrige Klasse. Gut. Ah, nicht. Hier eigentlich. Muss auf Level 3 sein. Okay. Hauptmenü, Shop, Ausrüstung. Oh.
Ich habe nämlich vor, das ganze Ding voller Yogamatten zu hauen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Können wir einmal gucken. Ein Weihnachtsbaum. Fährt hier ein Auto? Da waren Autos. Oh, Geld. Das ist nicht so produktiv. Wo war ich nochmal? Da. Gott sei Dank, mein großes Logo. Ein Mitglied, okay. Ich glaube, man kann doch ein bisschen Werbung machen. Wir haben 30.000 jetzt. Was kostet es? 3.000. Aber ja. 10 Stunden. Okay. Wo sind wir denn? Da. Oh, guck mal. Come to Flauschi Fit. Das ist doch fein. Alle, die da wohnen, fühlen sich jetzt schlecht, weil sie dann da und sehen so, ah, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen. Was passiert? Ja, Schweiß, der aussieht wie, ne? Ich greife mal ein bisschen vor, damit ich hier was zu tun habe. Und meine Mitglieder hier sich wohler fühlen. Das geht noch nicht, ne? Das geht ja auch alles noch nicht. Die brauchen wir nicht. Oh, Farbe. Das geht auch noch nicht. Was stand hier gerade? Kannst das Fitnessstudio nicht zwischen 7 Uhr morgens und was? Möchte einer von Ihnen vielleicht hier rein zu mir? Oh. Hat die Werbung funktioniert? Guten Tag. Eine Standardmitgliedschaft. Das ist der von vorhin wieder. So, wir machen mal hier, damit es ein bisschen ordentlicher ist. Fitnessstudio Schmutzigkeit 1%. Wie kann. Ah, okay. Da. Gott, sind die grell. Oh, guten Tag. Das wird mein neues Yoga-Studio hier. Ich hätte die Yoga-Musik suchen sollen. Hatte ich jetzt noch geholt. Ach ja, Bänke. Euch geht's gut? Ja, sieht doch fein aus. Und zwei. Schmutzigkeit 1%. Wo denn? Was heißt das? Heißt das, hier ist was schmutzig? Gestank. Wer steht. Oh. Nee. Junge Frau. So. Das geht so nicht. Oh, da ist der Dreck. Weg mit dem Dreck. So. Was kann ich für Sie tun? Standard. Bitteschön. Ja. Ist doch schon nicht schlecht.
Warum soll ich da sowas hinstellen? Weil hier könnte ich das umsonst benutzen. Aber Sie können mal Yoga machen. Trainingsherausforderung? Was ist das? Ich fordere dich heraus für... Ja? Was muss ich denn tun? Oh Gott. So, hier ist alles gut bei euch. Du kannst ja noch mal ein bisschen gucken gehen. Ja? Gehen Sie bei mir rein oder nicht? Ne, ich glaube nicht. Gut. Hier gibt es was zu essen. Kann ich mir hier was kaufen? Schade. Zweites Fitnessstudio. Hätte ich auch? Also, ich habe jetzt nicht genug Geld, aber wenn ich mir es jetzt schon kaufen, dann machen wir hier ein Yoga-Studio. Oh, guten Tag, der Herr. Was kann ich für Sie tun? Standard. Speichern, dann machen wir hier ein Yoga-Studio draus. Oh. Kannst ja nicht stinkend hier rauskommen. Ha? Und dann eben halt anderweitig. Das weiß ich dann noch nicht. Also ich schwitze gar nicht so viel hier beim Yoga machen, ne? Oh, was liegt denn hier rum? Na? Ja, schmeißen wir es mal einfach weg. Ihr habt doch hier extra locker. Ah, schöne Zeit. Wir holen noch ein paar Yogamatten. Was gibt es hier noch so? Ja, das war ja noch gar nicht. Vielleicht hier sowas. Das vielleicht. Synchron-Yoga hier? Ja, ich weiß, es ist kein Yoga wahrscheinlich. Ihr macht hier Fitness. Ist ja auch flauschig fit. Geht das so, wenn die alle so nah aneinander sind? Ich finde das sehr lustig, wenn das gut besucht wäre und halt alle Plätze voll sind. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie nicht warten lassen. Das kann ich jetzt nicht tun. Standard, natürlich. Ich habe da oben schon 44%. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Was ist das? Boxclub? Moment, auf Level 7. Vielleicht für mich oben. Achso, das Geräusch bedeutet hier, ich habe Geld verdient. Sehr schön. Gehen wir nochmal kurz ein bisschen spazieren. Was ist das? Sie verkaufen Wohnungen? Wo wohne ich denn jetzt? Ja, alles gut. Ja. Hab ich die Matte andersrum platziert? Da ist die Übung einfach so. Vielen Dank für Ihren Besuch. Beehren Sie uns bald wieder.
gibt's denn hier so? Ich höre die Musik wirklich gut. Steht hier, ach ja, eine Uhrzeit 16 Uhr, 16 Uhr. Hallo, hallo, hallo. Sind Sie neu hier? Ja. Nein. Standard, natürlich. Oh, noch jemand. Was kann ich für Sie tun? Niedrigklasse erstmal testen, ne? Gut. Oh, jetzt läuft's aber. Ah, Standard. Kann ich euch auch einfach was anderes aufschwatzen? Oh, Sie auch. Was ist, ja, Standard. Kein Problem. Cool. Gibt der Personal Reiniger, Mechaniker, Barmitarbeiter, Sicherheitspersonal. Okay, das heißt, die neuen Mitglieder einstellen muss ich immer selber machen. Ja, das sieht doch schon fast so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist auch überhaupt nicht unangenehm, alle auf so engen Raum. Ist er gerade gewandert von der einen Matte zur nächsten? War die nicht so gut? Kann ich hier Basketball spielen? Ich kann hier rein. Will ich mich eigentlich hinhocken oder so? Nein. Ich spring. Ich kann nicht springen. Schade. Besuchen Sie mein Fitnessstudio. Flauschi Fit. Keiner da? Oh, was ist hier? Oh. Ja, hier wird keiner belästigt. Raus mit dir. Und hier stinkt auch keiner. Wenn die Leute denken, wenn man hier stinkend rauskommt, dass hier nur Stinker sind. Oh, guten Tag. Sie bekommen Standard. Bitte schön. Schon hier, du bist aber auf dir. Sie hat aber gerade gruselige Augen gehabt. Schmutzigkeit Level 3. Hat doch ein bisschen aufwendiger hier. Yoga. Und so. Kann man. Ach so, okay. Da liegt da bestimmt auch irgendwas rum. 1%. Und wo? Da. Hier kommt klar, ne? Oh, was ist denn hier? Ach so. Stimmt, für eine Bar. Protein. Okay. Nee, noch nicht. Haben wir ja noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man bei einer Yoga-Bar Hühnchen mit Reis braucht. Doch wird es das Geld erstmal sparen. Nicht auch langlaufen. Okay. Ich muss erstmal gucken, ob bei mir alles okay ist. Ich würde so gerne springen können. Oh, da ist einer gegangen. Einer da. Schmutzigkeit. Sind Sie nicht neu hier? Vielen Dank, vielen Dank. Ist doch bestimmt bei euch hier, ne? Alles gut? Ah, okay. Eigentlich habe ich dafür Umkleidekabinen, aber gut. Wenn man halt zaubern kann. Ja.
Wenn ihr eure Klamotten nicht haben wollt, könnt ihr die auch selber wegwerfen, ne? Ich brauche noch ein paar Matten. Wenn nur noch da hinten irgendwas frei ist, dann so dazwischen zu laufen, so Entschuldigung, darf ich mal, ich muss zu meiner Matte, Moment, ja, hier ist meine Matte. Dann stehst du hier und denkst du so, nee, dann drehe ich mich lieber so rum, aber dann sieht er mein Hintern. Ah. Ja, das ist ein sehr unangenehmes Yoga-Studio hier. Aber dafür, dass die alle so aufeinander hocken, war es einmal, glaube ich, dass er belästigt worden ist. Ich glaube, ich mache nochmal Werbung. Ja. Ich mache einmal... Wo sind denn diese kleinen Dinger, die ich da reingesehen habe? 10 Stunden. Läuft der da ohne Klamotten? Haben wir irgendwann geschlossen oder warum gehen jetzt alle? Ah. Warum geht ihr alle? Ich habe gerade Werbung gemacht. Wir haben bestimmt um 8 zu oder so oder um 7 und jetzt gehen die alle erst noch. Dreck. Oh. Warum gehen sie denn alle? Muss ich einfach zumachen? Zwischen 7 Uhr morgens und was noch? Ich kann das nicht lesen. Ich habe doch geöffnet. Ich kann kein E drücken. Also habe ich noch geöffnet. Gut. Ich hätte gerne, das geht noch nicht, nochmal 2 Umkleidekabinen da, 2 da und jeder kriegt noch eine Bank. Und noch ein Dings. Das Fitnessstudio schließt. Ach so, jetzt doch. Ja, ich stelle das aber erst noch auf. So, irgendwie so gegen 8 schließen wir. Na, was ist denn das jetzt? Habe ich wieder nicht aufgepasst. X. So. Ist das jetzt hier so richtig? Ich hoffe. Schrank.
weiß ja nicht, ob das so ausschlaggebend ist, ob das irgendwas bringt. Nach Hause gehen, Türen schließen. Okay, um 21 Uhr kann ich die Türen schließen. Na? Nach Hause gehen. Wo ist denn zu Hause? Da. Wir gehen aber zu dem Pfötchen da. Weil ich weiß, was da ist. Sieht zwar irgendwie gruselig aus, aber... Ja, was bist du? Okay. Bisschen dunkel hier. Ist die Frage, muss der aufpassen oder kann der süß sein? Wieso leuchtest du jetzt nicht mehr? Ich nehme nämlich dich. Naja, wie soll er schon heißen, ne? Sie immer heißen. Huch, was habe ich denn da gedrückt? Na. Ja, fein. Entchen, feiner. Oh, kann ich euch nicht auch nehmen? Kommst du mit mir? Oh, er faust. Achtung. Okay, komm, wir gehen nach Hause. Die Zeit läuft weiter, wir müssen noch ein bisschen schlafen. Wo wohnen wir denn hier bitte? Wir wohnen in einer Garage. Okay. Oh, wir haben ja richtig viel. Ich hätte Hundefutter kaufen müssen. Ja, sorry Pupsi, du bist gerade eben noch auf der Straße gelebt. Oh, schnell einen Schluck Kaffee, ist ja 8 Uhr morgens. So, auf geht's, ab geht's. Hallo Pupsi. Unterwegs kaufen wir dir auch was. Jetzt kostest du mich aber Geld, ne? Bitte was? 20 Mal für 5? Und hier ist nur 1? Ich weiß gerade nicht. Wir müssen erstmal aufmachen hier. So, wir haben geöffnet. Upsi, ist ein bisschen Schnee, aber es, ich habe kein Wasser. Wo war der Laden denn jetzt wieder? Hier. Ist das Wasser? Ja. Gibt es auch im Vorrat, Dings? Es ist 20 mal für 1? Okay, also 20 mal 1. Das kostet dann so, und das kostet 5. Okay, das kostet gleich, nur größeres Paket. Okay. Ja, komm, wir wollen dich aber halten, Pupsi, also so. Keine Lust da jetzt dauert, jetzt so latschen. Nee. Ich hoffe, es friert nicht. Wo ist denn mein Hund eigentlich? Guten Tag. Sind Sie schon bei mir Kunde? Nein, okay. So. Wir haben erstmal genug Yogamatten, ne? Mal nochmal Werbung. Hier so auf der Ecke. Ich wollte gerade sicher, oh, dass es nicht doppelt gekauft wird. Standard, na Klärchen. Wohin kann ich denn hier laufen? Oh, bis hier. Schade. Komm, du Flauschifit. Ich dachte, das wäre über Eck. Oh, gut. Ich
Kaffee bereit? Komm zu mir. Gut, dann brauchen wir jetzt nochmal in die Richtung. Oh. Tausend. Ja, komm. Sieht doch gut aus. Steht nirgendwo mein Name drauf, aber gut. Können die Autos das sehen und die Fußgänger? Na gut, hier auch, aber da so auf der Ecke. 1% Schmutz. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Kommen sie alle zu mir? Ja, Standard. Bitteschön. Standard. Oh, jetzt läuft's aber. Können wir gleich neue. Standard. Neue Yogamatte kaufen. Na. Wischi. So. Oh, wo ist denn hier noch dreckig? Die sind nicht ganz bündig, ne? Ach, Leute. Irgendwann hau ich aus Versehen nach dem. Ja, wer ist denn hier ohne Hose weg? Ja, ich glaube, es wird Zeit. Ich meinen Tisch eigentlich nicht irgendwo anders hinstellen. Es wird Zeit für neue Matten. Na los. Na komm. Na. Haben Sie was an? Ja, okay. Ich sag kurz, nicht so aus. Standard. Jetzt schön. Hallo. Standard. Und auch der Matteo kriegt Standard. Immer noch Schmutz? Ja, guck dir wieder was in den Ort. Der schöne Pulli. So geht das aber nicht. Und schon wieder einer ohne Hose los hier. Ich weiß auch nicht mehr, wo zu Hause war. Ist er hier, ne? Ist das mein Hund? Ja, was machst du hier? Das ist ganz fein, du wartest hier, aber wolltest du nicht mal mitkommen, damit du was essen kannst? Ja. Hier, fein. Geht doch. Ich habe extra so viel gekauft. Pass auf, hier, Straße, Autos und so. Oh, hier sind so viele Menschen.
Oh, komm hier gerade noch rechtzeitig. Was möchten Sie? Standard. Oh. Schon wieder Sie? Alles gut hier? Och, jetzt blockiert sie hier oder was? Oh. Hier. Entschuldigung, das war mein Hund. Hat so ein bisschen Psycho geguckt, ne? Auch dann hat. War das Dwayne The Rock Johnson? Okay. Hier, komm mit, ich hab hier. Ja, so geht das nicht. Hier, Pupsi. Komm mal her. Komm mal her. Hier, hallo. Ach, weißt du was? Hier, so. Hier sieht doch schon mal gut aus hier. Oh. Level 3. Neue Artikel freigeschaltet. Neue Ausrüstung freigeschaltet. Dekorationsartikel. Vitaminbar freigeschaltet. Du kannst jetzt einen Gym kaufen. Ja. Wo ist der Stinker? Habe ich ihn getroffen? Spritzigkeit 3%. Ah. Nix. Ich weiß, man kann. Oh Gott, was liegt denn hier alles rum? Könnte ja jemand einstellen, aber noch nicht. Wir sparen. Oh. Hier ist ein Stinker und eine neue Kunde. Psycho Black Standard. Oh. Oh Gott. Oh, da ist hinten, wird jemand belästigt. Oh mein Gott, Standard. Was mit dem Hund? Stimmt auch Standard, ja. Was ist hier los? Okay. Mein Gott. Und wo ist derjenige, der hier belästigt hat? Du. Raus mit dir. Raus. So nicht, mein Freund. Ja, nur du bist fein, ne? Ja. Du ein Feiner. Nee. Du sollst hier bei deinem Essen bleiben, bitte. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Yogamatten. Unbedingt. Dann brauchen wir auch keine Gummibodenfliesen. Oh nee, Moment, das. Also in so ein Mühe daneben geht, aber das war jetzt zu viel. Ich habe das gerade erst dahingelegt jetzt. Schön locker bleiben. Was? Weil du jetzt kein Trinken mehr hast hier, oder? Doch, hast du. Na, das ist Streicheln. Oh. Wo kommt der denn hier? Standard. Oh, es ist dreckig. Oh mein Gott. Standard. Sehr schön. Standard. So, aber jetzt Reiniger, Geschwindigkeit 1. Ja, so siehst du auch aus. Unterwegs.
Eine oder wie viel ist das jetzt gewesen? Ja, okay. Wo hast denn du was Dreckiges gefunden? Warum gehst du? Achso, weil du außen rumgehen willst, vielleicht? Was ist denn mit dir? Passt du auf? Nein. Okay, er schmeißt doch die Klamotten weg. Guck ich mir meine Yoga-Bude mal an. Mein Kaffee ist leer. So ein Mist. Aber wir beenden ja eh gleich die erste Folge. Aber erst in 10 Minuten. Einen guten Tag, der Herr. Kann ich für Sie tun? Standard. Keiner möchte VIP werden. Second Floor, erforderlich Level 11. Machst du meine Gäste an hier? Meine Kunden? Ich ist Level 8. Okay. Erst 3. Achso, es gab ja auch neue Gegenstände, ne? Halt. Ja, damit die nicht mehr stinken, hätte ich das gerne. Dekoration. Okay. Oh, Fernseher. Yourself to your limits. This is how to grow. Das nehmen wir mal. Your only limit is you. Stop thinking, start doing. Stay strong. Das nehmen wir auch so. Ja. Ja, ich würde es gerne so lassen, einfach nur, weil, ne? Könnte es auch einfach schräg anbringen. Okay. Das hängt ein Stück höher. Achso, wie geht denn das hier? Ja, ich gehe gleich wieder gucken. Da. So bleibt das jetzt. Okay, ich dachte schon, hier wäre jemand, aber geben mir nur einfach alle Geld. Sehr schön aus. Oh, ich habe 100%. Ja. Mülleimer. Wir haben mit 17 Uhr.
Oh. Ja, was kostet denn diese Bar? Nee, wo finde ich das denn? Nee, hier sowieso nicht, ne? Da. Was ist hier? Oh. Schade. Decke. Schade, kann ich auch noch nicht. Okay, dauert alles noch. Den haben wir noch nicht. Schwimmbad. Schwimmbad. Sauna. Okay, geht auch alles noch nicht. Hier ist noch alles gut. What? Okay, wie ging das? Zerstören. Ja. Ganz toll. Möchte ich das tun? Oh, du stinkst und Stinker hier. Also echt. Und die nächste, die hier stinkt. Dann hole ich aber jemanden, der hier arbeitet. Mit Tomaten kommen sie Hühnchen mit Reis. Hühnchen mit Reis, Hühnchen mit Reis. Mechaniker? Brauche ich gar nicht, ich habe ja nichts. Nein, Level 4 benötigt. Das noch. Hühnchen mit Reis. Alles. Konkurrenz kriegt nichts mehr. Und ich brauche doch auch hier Proteindings, ne? Ich hoffe, das war richtig. Ich greife schon wieder vor. Sagt mal, also so kriegt er hier nichts. Ups, wie viel hat die gekostet? So. Maschine füllen, Proteinpulver, also Maschine füllen, Glas. Schön. Da stinkt jemand, ich glaub's ja nicht. Hier, bitteschön. Ich bereite schon mal vor. Hallo? Nehmen bitte. Ja. Oh. Ich brauche Level 4, damit die Duschen kommen. Noch jemand hier? Ah! Stimmt, fett gefurzt. Ah,
kaltes Hühnchen mit Reis, ja. Hier, bitteschön. Kohle, Kohle, Kohle. Stand da gerade ein Mitarbeiter. Mitarbeiter geht. Machen wir wieder zu. Sehr gut. Wenn dieser Tag endet, dann beenden wir auch. Und noch nicht. Wenn die jetzt eh alle gehen, haben wir doch noch ein paar Yogamatten. Ja, wenn ich jetzt noch ein paar mehr Mitglieder habe, dann ist es bald so, wie ich mir das gedacht habe. Du hast noch alles, ja? Okay. Du kannst jetzt übrigens auch mitkommen, wenn du willst. Ist ja keiner mehr hier. Wir schließen gleich. Ja, das bleibt für morgen hier, ne? Gut, warten wir noch bis 9. Noch 4 Minuten. Das einzig schlechte Workout, was du haben wirst, ist das, was du nicht gemacht hast. So, jetzt aber, oder? Schließen bitte. Muss ich auch abschließen? Hätte ich, warte mal. Waren hier nicht auch Lichtschalter? Upsi, komm. Will ich nicht anschließen? Okay, auf nach Hause. Ja. Wir wohnen ja aber in einer sehr komischen Gegend. Ein Pub. Oh, ein Pub. Hier ist Musik drin. Ich habe Musik doch ausgeschaltet. Hier liegt ein Autoschlüssel. Wir gehen mal wieder raus. Wir gehen beim nächsten Mal in die Bar, Pupsi. Erstmal gehen wir nach Hause. Wohnen wir hier? Nein. Wohnen wir hier? Und noch hier? Doch. Pupsi? Kommst du nicht mit? Nein? Okay. Ja, ich... Sorry. Du kannst jetzt nicht schlafen. So. Wir sehen uns voraussichtlich nächsten Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.